Im letzten Part von Xenoblade Chronicles 2 haben wir mit Zenobias Quest angefangen und 4 Siegelsteine geöffnet, die überall in Auras verteilt waren. Und heute sind die nächsten 4 dran, die in Temperentia sein sollen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal nach Temperentia und gucken mal, ob wir die finden können. So, wahrscheinlich nicht hier unten, irgendwo auf der zentralen Ebene. Ich putze euch einfach mal hin und guck mal, wo die dann sind. Das klingt nach einem guten Plan. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir die Siegersteine aufbrechen können und ob wir dann den Gegner besiegen können, der da rauskommt. So, die sind alle dort direkt bei Berg-Sataris-Quelle, alles klar. Weil uns wurde gesagt, hey, die sind dort, aber ich habe nicht erwartet, dass die alle dort sind. So auf einem Fleck quasi. Aber okay, meinetwegen, weniger Arbeit für mich. Sehr schön. So, und mir wurde auch gesagt, ich soll den, wie kommen wir jetzt am besten runter? Das ist eine gute Frage. Mir wurde auch gesagt, ich soll den Lichtstein als letztes öffnen, weil danach scheinbar die Cutscene direkt losgeht. Dann kann ich das ja auch so machen. Das ist immer der Vorteil, wenn man sowas auf YouTube spielt und nicht blind. Alleine, weil man sowas dann schon weiß und ja, das ist dann eben ein kleiner Vorteil. So. Genau, gucken wir mal. Und danach sollte ja aus den Siegeln ein krasser Gegner rauskommen. Ist ja Zenobias Quest. Sie will einen mega starken Gegner haben und hat sie bisher nicht gefunden. Ist auch der Witz bei den ganzen Söldneraufträgen, die man für einen Harmoniering machen musste. Hat sie auch immer gesagt, ja, das war zwar ein ganz cooler Gegner, aber halt nicht wirklich stark oder so. Das ist immer witzig gewesen. Da hinten sind die Siegel scheinbar. Waren die auch schon vorher da eigentlich? Ich glaube schon. Oder? Weil hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Haben auch diesen besonderen Gegner besiegt. War nicht schon vorher? Ich weiß jetzt nicht genau, ob die damals schon da waren dort hinten. Ist ja auch nicht so wichtig. Machen, wie sie einfach kaputt und gut ist. So. Also des Lichts ist der, den ich halt jetzt machen sollte, des Blitzes. Mach mal. So, Elektroelement brauche ich da halt noch. Und ein bisschen mehr Superkräfte. Das kann spannend werden. Wer denn alles Superkräfte? Also erstmal Elektro. So, wir gehen mal hier hin. So, Superkräfte ist jedenfalls du, das weiß ich ja. Elektro brauche ich auf jeden Fall noch. Ich hole jetzt erstmal ein bisschen wegen Superkräften. Ich glaube, Poppy hatte das noch auf jeden Fall. Aber ansonsten bin ich mir gerade nicht sicher. Deswegen schaue ich einfach mal bei allen. Also hier, du hast auf jeden Fall Elektro, nur auf Stufe 2, deswegen packe ich dich wahrscheinlich erstmal nicht rein. So, Konzentration. Hier, Superkräfte, stimmt. Newt, und ja, Newt sollte auch eigentlich reichen. Leave it to me. Leave it to me. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Elektro. Ja, okay, alles klar. Ach, du hast auch Superkräfte, Snowbia, das ist ja gut. Du hast auch Stufe 3 schon, genau. Du hattest auch schon Stufe... Ne, erst 1? Habe ich bei dir nicht gesteigert letztens erst? Warte mal. Ich dachte, ich hätte das letztens gesteigert. Habe ich mir wohl eingebildet, ups. Ja, doof. So, Herald hat doch auch, oder? Nee, Quatsch. Doch, Stufe 2. So, ja, und du bekommst dann Korra rein, würde ich sagen. Und noch irgendein Standard-Plate, was halt eine hohe Elektro-Dings hat, wenn ich irgendwen hab. Das Ding ist halt, meine ganz viele Plates von mir, die halt schon eine höhere Stufe hatten, sind halt schon weg, weil ich habe ja viele entlassen müssen, wegen der ganzen Sache mit Zenobia, für ihren Kernkrist. Da habe ich ja einige Plates entlassen müssen. Ich guck mal kurz, ob er schon reicht. Ich glaube zwar nicht, aber, oder doch, müsste reichen. Es waren auch noch 7, oder? Ne, 9 war es. Ah, doch, reicht schon, sehr schön. Ja, rechnen ist nicht meine Stärke. So, dann Eis haben wir jetzt als nächstes. So. Also Eis. Ich will erstmal gucken, was ich verbrauche überhaupt. Was für Zeug. Ich habe immer Superkräfte halt und Eis, logischerweise. Okay. Ja, das sollen wir auch irgendwie hinkriegen.
Hoffe ich zumindest. Also, Newt kann raus auf jeden Fall. So, du hast kein Eis, weil ich weiß. Nein, richtig. So, du hattest Stufe 2 und du hast Stufe 1. Okay. Und Ursula, du hast nicht, oder? Ne, genau. Perfekt. So, bei Rex kann jetzt eh niemand mehr rein. Bei dir kann auch wer Eismäßiges rein. Also eine Rare Plate hast du nicht mit Eis. Also muss ich mit irgendwelchen Standardklingen nachhelfen. Ich hoffe, ich habe da jetzt irgendwie halbwegs genug. Also du hast halt nur Stufe 1, Leute. Da muss ich da ein paar Stufe 1 auch reinpacken. Hey, you're the boss. You're the boss. So, du hast da, der aber jetzt glaube ich nicht mit Eis. Doch, auch nur Stufe 1 hast du. Doof. Was muss ich dafür machen bei ihr? Eiselement. Besiege. Oh. Mann, das immer geht, aber besiegen muss doch nervig. Ja, okay. Trotzdem besser als gar nichts, sag ich mal. Jetzt haben wir jedenfalls schon Stufe 2, Stufe 4, Stufe 5. So, haben wir jetzt hier noch irgendwen, der ja mehr hat. Stufe 2 hat man auf jeden Fall gerade gehabt. Das scheint doch das meiste zu sein, was Nia so zu bieten hat. Oder? Sie hat halt die meisten Plates, weil ich habe mit ihr immer resoniert. Wegen Zenobia. So. Ja, dann muss ich die Stufe 2 Klinge reinnehmen. Hier ist die. Und bei Sieg hat es scheinbar geklappt mit dem Transferprotokoll und Zenobia diesmal. Also keine Ahnung, was das bei Dagas war. Also halt wirklich, es war mega seltsam irgendwie. So, hast du noch irgendwas Eismäßiges neben Siri? Sieht nicht so aus. Doch, hier unten fängt es an mit Eis. 1, 1, 1. 1 und 1. Ja. Ich hoffe, das reicht, ansonsten habe ich ein Problem. Ich weiß gerade gar nicht, ob es reichen könnte. Jetzt reichen Superkräfte nicht. Wen habe ich denn rausgenommen, der Superkräfte hatte? Zenobia habe ich rausgenommen auf jeden Fall. Habe ich bei dir irgendwen rausgenommen? Hat Adenin Superkräfte? Nee, Quatsch. Ich hab doch... Ach, hat Dings auch welche, oder was? Nee. Aber du hast doch noch Stufe 1. Hat Aegean Superkräfte? Nee. Bei dir hatte ich rausgenommen... Ich habe die rausgenommen gehabt. Das war nicht Ursula, das war... Newt, ach ja, stimmt, Newt. Ja, das ist jetzt doof. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Nee, es sind genau die zwei, die Perun hat. Ja, okay, dann muss Newt bei ihrer Meisterin Morak rein, auf jeden Fall. So, dann bekommst du jetzt hier wieder sie und ja, du bekommst halt, dafür muss auch Bridget raus, weil ansonsten geht das nicht. Oh, jetzt muss ich Bridget bei Rex reinpacken irgendwie, warte mal, Moment, Bridget, so. Hä? Aber das ging doch eigentlich. Ach so, weil sie die... Okay, da muss ich Bridget als... unterste Klinge... Bridget. Jetzt geht's. So. Okay. Dann du... Und du, ja, bitte. Dankeschön. So.
Etwas flüchtet jedenfalls raus. Und dann kannst du jetzt News bekommen. So, perfekt. Und du bekommst wieder sie. Okay. Aber jetzt reicht Superkräfte immer noch nicht, oder? Genau. Also fehlt diesmal Zenobia. Macht es doch nicht so kompliziert. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Da muss ich noch Drumark bei Nia rauspacken. Oh, wie dämlich ist das eigentlich alles gemacht? Okay, Moment. So, Rex. Du bekommst jetzt Drumark. Moment, wo ist er denn, der gute Drumark? Bin ich blind? Ach, hier oben. Ja. So, dann bekommst du noch irgendeine nervige Eisklinge. So. Genau, und dann kannst du... Ja, jetzt soll es eigentlich reichen, hoffe ich. Oh Gott, das Eis, ein nerviges Element. Ah, ich hab noch nicht... Baroon wieder mit reingenommen. Ah! Das ist so nervig, Alter. So nervig. Ich könnte ja auch einfach mal ein bisschen meine Klingen steigern in ihren Elementen. Aber ha, bin ich zu faul für jetzt. So geht's schneller. So, bumm, Eis ist weg. Sehr gut. Das nächste ist... Oh, Dunkelheit. Das kann auch spannend werden. Wir hatten alles Dunkelheit von meinen... Ach, krassen Klingen. Hat Percival Dunkelheit gehabt? Ja, Stufe 2 sogar. Oh, oh. Back to battle. So, wie sieht's bei Whale aus? Du hast auch Stufe 2, perfekt. Dann kannst du nämlich jetzt schon mal Whale bekommen. Dieser dumme Eisklinge. So. Gut, dann bekommst du Drumark bitte wieder. So, Cassandra Eis. Quatsch, Eis, Dunkelheit, nee. So, du hast Stufe 1. Du hast auch Stufe 1. Du auch. Du auch. Auch. Auch könnt ihr nicht mal höhere Stufen haben. Da kommt halt einfach alles zusammen. Ich habe meine ganzen Klingen entlassen wegen Zenobia. Und deswegen habe ich jetzt kaum mehr Dunkelheit. Das ist einfach so dämlich. So, habe ich jetzt manchmal dir noch irgendwie Dunkelheit bekommen. Oh, Stufe 1. Stufe 1, Stufe 1. So. Reicht das vielleicht schon? Schrei nicht so rum. Nein! Eins fehlt noch. Das ist gar nicht nervig. So, du hast auch nicht... Doch, du hast... Ich könnte bei dir noch... Oh, ich hab Drumark rausgenommen, ich Idiot. Ah, warum bin ich so dumm? Warum habe ich das gemacht? Ich hätte Drumark einfach draußen lassen sollen. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich ihn wieder reingenommen? Ja. So, Dunkelheit. Hörst du wohl. Dankeschön. Jetzt mach diesen Stein kaputt. Dankeschön. Ich hoffe, für Licht brauche ich jetzt nicht so viel, weil ansonsten... Ja, nur Stufe 3. Perfekt. Oh, verdammt, jetzt habe ich noch die ganzen scheiß Klingen drin. Nein! Nein, jetzt habe ich noch Dunkelheitsklingen drin. Ja, es stand extra in den Kommentaren und ich wollte nur gucken, ob ich jetzt halt wirklich Lichtstufe 9 brauche. Aber brauche ich halt nicht und ja, ich bin so ein Idiot. Ich hätte mir aber denken können, dass ich nicht Lichtstufe 9 brauche, weil die Quest ja schon von Anfang an verfügbar ist. Das heißt, da gab es noch keinen DLC mit Poppy Kloppy, da gab es noch keinen Corvin und kein Schulk und so. Und ja...
Gleichzeitig müssen die Entwickler auch daran denken, dass Poppy Kloppy, Schulk und alles nur DLC-Plates sind und demnach das einzige Plate, was man in der Hauptstory bekommt, mit Licht Mithra ist. Deswegen muss man daran denken, dass man halt wirklich eigentlich nur Mithra benutzen kann. Ach, ich bin so ein Idiot gewesen. Damit werden alle Siegerscheine zerstört. Wenn die Geschichte wahr sind, wenn die Geschichten wahr sind, sollte jetzt diese Thanatobestie erwachen. Mann, ich bin gespannt für einen Flitzebogen. Endlich werde ich dem mächtigen Andras gegenüberstehen. Seid auf der Hut, wir wissen nicht, mit was für einem Gegner wir es zu tun haben. Weise Worte. Thomas zittert vor Aufregung. Ah, ich bin sicher, dieser Andras hat genauso viel Angst vor dir, wie du vor ihm. Ja, alles klar. Es passiert gar nichts. Seltsam. Haben wir vielleicht etwas falsch gemacht? Vielleicht sollten wir nochmal nachfragen, wie das genau gehen sollte. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Aber, das Vieh kann doch nicht einfach schwänzen. Ich halte es nicht aus, noch länger zu warten. Du wirst es überstehen, wir kriegen es sicher bald hin. Nein, ich werde es nicht überstehen. Komm, tauchen wir unauffällig ab. Ich glaube, Zenobia explodiert gleich. Nur? Nein. Lass mich nochmal ins Menü, bitte. Ah, kann ich auch. Dankeschön. Das ist praktisch. Ja, prinzipiell kann das von mir aus so bleiben. So, bei dir kann es auch so bleiben. Aber hier muss ich halt sowas von Änderung vornehmen. Wen nehme ich nochmal rein? Ja, schon Crosshead. So, bei dir ist es prinzipiell egal, aber trotzdem will ich das ändern, weil, ja, wenn ich sie mal irgendwann reinnehmen werde, dass ich vergesse, das zu ändern. So, let's go. Besiegen wir das Vieh. Das ist es doch hier, oder? Ja. Nur Stufe 64. Sieht einfach fast so ähnlich aus, wie den Gegner, den wir auch für Dagas besiegen mussten. Solche Viecher laufen mal hier allgemein rum, die so ähnlich aussehen. Deswegen. Ach ja. Das soll man mal hinkriegen. Also Stufe 64. Echt nicht so schwer, das Vieh. Aber oh, dass hier gar keine Cutscene so richtig kam. Oder irgendwie noch eine. Das nicht, die Nullbär noch irgendwie sagt. Oh ja, guck mal, da ist das Vieh. Wir können es besiegen. Es ist einfach rauskommen aus der Wand und gut ist quasi. Aber okay, meinetwegen. So. Dann Supernova. Der. Hau mir das Vieh einfach weg und gut ist. Schön viele Elemente draufpacken, dann können wir wundervoll Schaden zufügen. Mal Steinschlag meinetwegen. So, wir gehen auf First Ball, aber warum nicht? So, wobei, du hast besser, weil du kannst geiles Faust machen. Das war jetzt dumm. So. Au. Blitzbeben, das klingt spannend. Das habe ich auch noch nie gesehen, Blitzbeben. Deswegen machen wir viel Spaß damit. So, er schwankt auf jeden Fall auch. So, ihre Dings ist eigentlich relativ langweilig. Das geht relativ langsam rein und einfach B drücken. So. Dann mal ihn zum Umwerfen. Dann prima zum Umwerfen. So, er schleudert auch. Jetzt müsste ich halt irgendwen haben, der schmettern könnte, aber. Ja, im Prinzip kann das, glaube ich. Kann Sieg das, glaube ich, gerade. Weiß auch gerade nicht genau. So. Dann hauen wir da drauf. Und gehen gleich auf schwarze Abgrund, wenn es irgendwann mal gehen sollte. Ich will nur mein Geld einsammeln hier. So, Sieg macht das mal. So. Jetzt können wir auf Hyperschwäche mit Meteoriteneinschlag gehen. Ey, Quatsch, Meteoreinschlag, dann machen wir das mal hier, komm. So. Sehr schön.
Dann können wir auf Mithra gehen. Dann kann sie jetzt nach Photon machen nochmal. Und dann gehen wir auf Endzeitwitterung diesmal. Vorhin bin ich ja auf Dings gegangen, Supernova, glaube ich. Wenn Nia... Ah, perfekt. Schon mal rausholt. So. Sehr schön. Au. Ich schleudere, das ist nicht so cool. Let's go. Viel Spaß dabei, Nia. Ist auch nicht schwer, das Timing hier. Einfach nur auf B drücken. So. Sehr schön. Aber man merkt auf jeden Fall, der hält einiges aus. Definitiv. Mein Gott, das. Ja, das ist hier gerade eine sehr dämliche Kameraführung. So, mein Elektro hat es doch schon, oder? Verdammt. Ja, jetzt geht nur Himmelsschlag. Oder hatte ich Elektro schon? Nee, hatte ich nicht. Ah. Ich sehe zumindest keine... Doch, da war keine Elektrokugel, die vorbeigeflogen ist. Sagen wir auf Wolfric. Dann halt noch mal Himmelsschlag, meinetwegen. Ja, war halt doof. Ich habe nicht mehr genau gewusst, ob wir schon Elektro hatten. Ja doch, zu Beginn. Ja, stimmt. Tja. Was soll's. So, sehr schön. Dann gehen wir auf dich. Und du gehst auf Gravitation. So, ja, schwarzer Abgrund kannst du auch mal machen. So, und diesmal gehen wir dann auf Hyperschwerkraft, logischerweise. So, Mithra, mach mal ihn zum Umwerfen. Bring ihn mal zum Umwerfen, wie auch immer. Jetzt könnte ich halt Meteoriteneinschlag machen. Aber nö. Haben wir vorhin schon gemacht. Dann ist ja auch irgendwo sinnvoller, verschiedene Elementkugeln zu haben. So. First of all, bitte. Und über Schwerkraft. What fool opposes me? Sehr schön. Wundervoll. Verstärkungssiegel. Gefällt mir aber nicht so ein Verstärkungssiegel. Dann gehe ich auf Pyra. Das noch ein bisschen Feuer draufpacken als Siegel. So. Sehr schön. Gut. Mithra haben wir jetzt ein bisschen drauf. Um irgendwie schön Schaden zu machen. Und dann gehe ich auf Pyra und mache Dampfbombe. So. Und zwar jetzt. Pyra. Und Dampfbombe. Und dann bringen wir ihn gleich nach der Gruppenattacke um, würde ich sagen. Das sollte eigentlich reichen. Aber jetzt haben wir, ich glaube, 6 Elemente drauf. Und dann machst du noch Gruppenattacke ordentlich Schaden. So. Let's go. Ich hätte auch auf die... auf Numa gehen können, wie sie ja so schön genannt wird. Eigentlich, aber egal. Das passt so, würde ich sagen. So. Ja, das macht ordentlich Schaden jetzt schon. So, dann brechen wir mal. Licht. Ich glaube, auch so sollten wir einen Feuerbruch hinbekommen. So. Here I go. Sehr gut. Dann bricht Pyra mal Wasser fertig. Sehr gut. Ja, Sieg bricht schon mal Erde an, würde ich sagen. Sehr schön. Und du kannst schon mal Wasser, Feuer anbrechen. So, wow, das war eine krasse Heilung. So, und dann machen wir jetzt, was machen wir jetzt weiter? Ja, Blitz halt schon mal anbrechen oder so, keine Ahnung.
Noch halt erdrücken, sehr schön. Und bam. Sehr gut. Dann. Mach halt mit Zenobia irgendwas und krieg irgendwas. So. Und Nia bricht jetzt das hier fertig. So. Jetzt in der nächsten Runde werden wir einiges auf einmal brechen, denke ich mal. Oh, was soll's. Ist er schon down? Weil ich halt nichts mehr machen konnte. What? The little blight has come back to life. It looks that way. Incredible regenerative powers. So you went to all that trouble and now it's alive again. Cool. I hope it is. But what if monster just come back to life again? No, no. It's all good. If it's not dead, well, I'll just get to kill it all over again. All right, time for round two. Okay. Och, ich habe doch gerade so schön meine Gruppenattacke gemacht. Jetzt denkt ihr das Spiel so, haha, juckt mich nicht. Ich belebe den Gegner einfach wieder. Toll. Das heißt, nochmal der ganze Spaß. Yay. Konnte ich ja davor nicht wissen, dass es so enden wird. Oh Gott, ja, okay. Nia, lauf bitte nicht, das gibt. Nia, bist du bescheuert? Oh, ich hasse diese Frau. Da reicht Heilung auch nicht, Nia. Geh aus dem scheiß Gift raus, dumme Kuh. Jetzt heilt sich mal wieder. Und checkt nicht, dass ich gerade... Ah, sie ist auf die Insel gegangen. Sehr gut, Nia. Und es läuft ans Gift rein. Das machen die Entwickler auch absichtlich, oder? Das machen diese bösen Menschen doch absichtlich. Boah, voll cool, wie der Zenobia im Hintergrund gerade mit da stand. Eine Pyra. Mithra, sehr schön. So. Leave it to Zeke. Oh Gott, Komm, gehen wir auf sie. Vielleicht geht es damit ein bisschen besser hier. Ich muss damit irgendwie krasser draufhauen. Dass damit irgendwie ordentlich Schaden bekommt, der Gute. So, machen wir dann Sturm. Ja, ich bin mir sicher. So. Die Frau steht wieder im Gift drin. Bist du eigentlich wirklich so dumm, Nia? Ist das ein scheiß Ernst, Nia? Ich glaube, sie checkt das wirklich nicht, oder? Ich glaube, sie checkt das wirklich nicht. Steht Sieg auch im Gift drinne. Wie dumm seid ihr eigentlich? Warum ist die CPU so dämlich? Warum? Hoffentlich heile ich komplett ordentlich jetzt. Sie heilt gar nicht scheinbar. Sehr gut. Das wird witzig, die wieder zu beleben, wenn ich ins Gift reinlaufen muss. Gott, ey. Sieg ist scheinbar wieder zur Vernunft zurückgekehrt und ist aus dem Gift rausgelaufen. Nein, es geht nichts wie geplant, weil meine Leute zu dumm sind. Oh, jetzt ist deine Pflanze mitten in den Kampf reingekommen. Oh, das ist alles schrecklich. Wo liegt Nia? Da hinten. Oh, jetzt bin ich auch gleich tot. Ah, ich sterbe gleich, glaube ich.
Halt die Schnauze, Mithra. Ich kann... Ja, ich darf es nicht überleben, scheinbar, wenn die Meisterfest jetzt liege, scheinbar. Richtig guter Kampf. Ist auch gar nicht nervig oder so. Absolut nicht. Ja, ich muss noch so ein Gift rauslocken, auf jeden Fall. Weil ansonsten ist der Kampf unfassbar nervig. Das machen die Entwickler voll mit Absicht wahrscheinlich, weil sie denken, haha, jetzt müssen die Spieler durchs Gift laufen. Haha, wir sind so böse. Hahaha. Genau so in diesem Ton denken die sich das auch. Gott, ey. Ich mache das so schöne Gruppenattacke, will so schönen vollen Bruch machen, um ihn richtig schön wegzukloppen. Und die so, haha, darfst du nicht. Wir machen jetzt was anderes und du musst, ja, den Gegner mal komplett so besiegen, wie du ihn davor auch besiegt hast. Hahaha. So, kannst du bitte herkommen? Kannst du bitte... Ich darf ihn nicht anvisieren, warum auch immer. Visiere... Warum denn ich... Oh. Ich will diesen Gegner... Ah, dankeschön, ich hab ihn. So, jetzt schnell aus dem Gift raus. Dann kurz alle aufladen lassen. Und dann... Darf ich scheinbar... Jetzt... So, komm da raus. So ist's fein. Und Attacke. Ach Gott, ey. Dann hauen wir jetzt auf ihn drauf, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir ihn diesmal hinkriegen. Und ob er danach wiederbelebt wird oder so. Ich hoffe es nicht. More enemies to vanquish. So, dann Gammastrahl. So, sehr schön. Und du machst mal eine Zeitwitterung. Ach ja, was ein nerviger Kampf. Oh, vor allem, da packen die den Gegner einfach ins Gift rein. Was für eklige Menschen bei Monolith Soft. Och, hör doch jetzt auf damit. So, sehr schön. Dann der Gammastrahl. Dynamic Spark Source. Das habe ich ja schon so oft gehört, einfach. Furiose Reißzähne. So, hoffentlich mischt sich diesmal kein nerviges anderes Monster mit in den Kampf ein. So. Let's go. Machen wir es kaputt. Zweite Elementkugel. Wahrscheinlich wird es diesmal genauso laufen. Ich bereite voll meine krassen Attacken vor und das Spiel so, nein, das hat wieder mitten im Kampf aufgelöst. Und du musst dann, aua, du musst dann wieder den nochmal besiegen von Beginn an. Das geht immer so weiter, bestimmt. So. Dann laden wir voll auf. So, dann Pyra und Dampfexplosion. Ah, Flame Strike True. Sehr schön. Dankeschön hier dafür. Dann gehen wir auf Windstoß. Jetzt haben wir schon auch drei Sachen. So. Au. Ah, hör doch auf, mich hochzuschleudern, bitte. Wolfric. So. Hoffentlich bekomme ich Wirbelsturm mit Sieg hin. Oh nein! Da gehen wir halt auf Numa.
Auch wenn es eigentlich gar nicht ein Name ist. So. Was kann ich Schönes machen? Sandsturm, Donnersturm. Ja, dann mach ich über Sandsturm, weil. Ja, da haben wir glaube ich noch gar nicht drauf gepackt auf sie. Auf ihn. Das ist ein Gegner und keine Gegnerin. Oder vielleicht ist das hier doch weiblich, keine Ahnung. Ich glaube zwar nicht, aber. Wer weiß. So, dann machen wir mit Blitz hier. So, Millionen Volt. Sehr schön. Ah, jetzt kann ich noch auf Elektrolyse gehen, verdammt. Ja, was haben wir jetzt schon? Tja, doof. Aber was soll's. Dann machen wir Elektrolyse, viel Spaß damit. So. Dunkelheit können wir noch draufpacken. So. Jetzt hält mal her. Oder auch nicht. Gut. Und du hast gerade sogar Gravitation draußen, sehr gut. Also wenn jetzt raus mit Gravitation. So, schwarzer Abgrund. Oh, verdammt, das war ein bisschen zu früh. So. Och, hör doch mal auf, mich wegzuwerfen. Ah. Wolfric. So. Tampyra. Dann können wir auf Dings gehen. Ernsthaft jetzt? Ist glaube ich halt. Wow. Toll. Hat super geklappt. Och, Nia, geh aus dem Gift raus! Ey, diese Frau hat einfach einen IQ von 0, glaube ich. Nia, merkst du nicht, dass es da ein bisschen unter deinen Füßen wehtut? Eine gute. So. Dann, du hilfst kurz aus, Wolfric. Kannst dich. Hörst du jetzt mal schnell genug aufladen, bitte? Und Nia ist tot. Ja, haben es wieder nicht geschafft. Ja, das geht so langsam. Oh, das liegt auch noch tot. Nia, jetzt geh doch aus dem scheiß Gift raus. Wie blöd ist diese Frau eigentlich? Unfassbar. Einfach nur unfassbar. Wie dumm dieses Mädchen ist. Ich habe auch keine Gruppenleiste mehr. Sehr gut. Ich hab hier wieder verloren. Weil Nia so eine dumme Kuh ist. Oh Mann, ey. Jetzt kann ich das überleben. Oh Gott, ey! Ja. Alles Nias Schuld, würde ich sagen. Ich hole mich jetzt mal mitten im Kampf wieder rein, weil den ganzen Kampf nochmal zu zeigen, wäre zeitlich einfach mega zu viel gewesen. Definitiv. So, jetzt mache ich gleich nochmal eine Gruppenattacke. Und dann soll das eigentlich geworden sein, hoffe ich zumindest. So, also wir brechen erstmal, was brechen wir denn zuerst? Ja, ich würde sagen, Licht. So. Sehr gut. Das kann jetzt nämlich Sieg machen. Oh, take this one. So, dann kannst du jetzt schon mal Wasser anfangen zu brechen. Gut, sehr gut. So, du fängst schon mal an mit Dunkelheit. Sehr gut. Dann, was machst du denn jetzt Spannendes?
Schon mal das irgendwie. So. Ja, cool, was mache ich jetzt mit dir? Ich kann nicht sprechen gerade. Weil Crosshead nicht bereit ist. Och, Mann. Toll. Super verschwendet. Jetzt muss ich irgendwie schnell meine Gruppenkreis wieder voll bekommen. Genau so macht man das. Genau so verschwendet man richtig schön seine Gruppenleiste. Genau so und nicht anders. Richtig gute Idee. Warum ist Sieg jetzt tot? So viel zur Gruppenleiste aufladen. Ach, das ist einfach. Dieser Kampf ist einfach schrecklich insgesamt. Alles schrecklich gelaufen. Den Gegner darf man halt echt überschätzen, ganz ehrlich. So. Warum bin ich jetzt gestorben? Was ist passiert? Warum? Warum? Was ist passiert? Was ist passiert? Ach ja. Entertain me. Mach doch selbst. Ja, wie gesagt, Gruppenleiste vollbekommen. Witzig. Hätte ich mal auf Pyra vorhin ganz normal gewechselt, nicht auf Mythra, hätte ich mit ihr das Pfeil abbrechen können. Hätte ich es halt gar nicht gebraucht. Tja. Warum ist Nia jetzt so? Ist sie wieder ans Gift gelaufen? Wo ist sie? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Da hinten ist sie. Okay. Oh Gott, ey. Und Sieg ist auch gleich down. Haha, wir müssen die Gruppenleiste auffüllen. Haha, was können wir jetzt machen, um die Spieler zu nerven? Ja, wir lernen sie die ganze Zeit wieder die Gruppenleiste. Richtig gut. Och, jetzt sind alle gleich wieder tot. Nia, kannst du bitte mal irgendwie heilen? Das wäre halt wirklich richtig gut. Da war gerade irgendwelche Heilzahlen, glaube ich. Dankeschön. Schön die KP-Kapseln einsammeln. Und gleich, also ich komme alles wieder voll. Wenn ich da vorher mal stirbt, Nia ist ein Gift, oder? Nee, sie nicht. Doch, ist sie. Diese dumme... Oh, ich raste aus, Nia. Wie kann eigentlich ein Mensch so blöd sein wie du? Wie ist das möglich? Das geht doch nicht. Es geht einfach nicht. Kann ich jetzt... Ach, guck mal. Was kann ich machen? Ja, mach einfach. Dann müsst ihr halt sterben. Gott, ey. Brich mit Wasser fertig. Meine Güte. Ja, was auch immer. Mach halt das hier. Ich bin gerade echt ein bisschen genervt von der ganzen Situation hier. Mann! Blöder Gegner. So, mach du mal hier. Viel Spaß damit. Wenigstens bekommen wir einen vollen Bruch hin. Hoffe ich zumindest. Dass es reicht. So, jetzt müssen wir die anderen beiden halt in der Runde brechen, aber ist mir doch egal. Runde weiterum brauche ich eh nicht, hoffe ich zumindest. Ja, es macht ordentlich Schaden. So. Und Sieg, viel Spaß damit. Sehr gut, und der komplette Bruch. Dankeschön.
Genau das wollte ich die ganze Zeit. Und nicht mehr und nicht weniger. Dankeschön. So, dankeschön. Wir haben es endlich geschafft. Ja, das hat ja als Gegner auf einem niedrigen Level auch schwer sein können. Wenn die ja dumm ist. It's no good. There's no way to stop it. I'm gonna run dry. If it keeps coming at us like this. It's not showing any signs of stopping. Kill it too difficult. Maybe that's why it was sealed in first place. Tora's right. We should have left well alone. Nuh-uh. At least it's finally living up to its name. We've run into a half-decent monster for once. I'm having a great time. Well, let's do it. Nothing for it, but to give it everything I've got. Here I come! Is she for real? Never make Zenobia angry. That cleared the cobwebs. Die Quest geht jetzt so weiter, dass wir gleich irgendwie die Meldung bekommen von irgendeinem Titan. Oh mein Gott, auf unserer Titan ist ein riesiges Monster gelandet und das, wir können es nicht besiegen, weil es nicht mehr regeneriert. Was sollen wir machen? ich hoffe es nicht. Letzter Angriff von Zenobia war super duper. Das kannst du laut sagen. Titan ist so Bestie, Andras kann einem fast leid tun. Ist Zenobia jetzt endlich zufrieden? Irgendwie nicht ganz. Was? Ich hab doch genau gesehen, was für einen seligen Geschichtsausdruck du beim Kämpfen hattest. Ich geb's zu, der letzte Schlag hat sich verdammt gut angefühlt. Aber wir haben ja alle zusammen gekämpft. Das heißt, ich muss den Sieg mit euch teilen. Deshalb fühle ich mich irgendwie immer noch nicht so, als wäre ich die Allerstärkste. Oh, echt nicht? Ich sag nur, wie es mir vorkommt. Ich werde wohl erst zufrieden sein, wenn ich mich in einem Duell ganz allein bewiesen habe. Und als Gegner brauche ich ein noch stärkeres Monster als ihn hier. Sonst wird sie mich nie als ebenbürtige Rivalin akzeptieren. Zenobia, sag jetzt nicht, du willst dich mit Mithra prügeln. Ja, das wäre das Nächstliegende, aber die Zeit ist noch nicht reif dafür. Worauf wartest du denn? Meine Kraft ist einfach noch nicht so groß genug, um mit der Aegis mithalten zu können. Ich muss jetzt noch viel, viel stärker werden als jetzt. Deshalb muss ich weiter starke Monster finden und gegen sie kämpfen. Es gibt noch einen ganzen Haufen an echt starken Monstern, die nur auf mich warten. Eigentlich steht jedenfalls fest, Zenobia. Mit dir brauchen wir uns vor keinem Feind zu fürchten. Hahaha. Schön, dass ein Meister mich zu schätzen weiß. Ich verspreche, ich werde euch nicht im Stich lassen. Ja, wundervoll. Damit war es auch von diesem Part. Ja, hat sich herausgestellt, dass es eine gute Idee war, das in zwei Parts zu splitten. Wegen diesem Kampf. Ja, gut. Im nächsten Part geht es dann wahrscheinlich mit DLC-Quests weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und dann gucken wir mal, was wir Cooles machen können. Und, ja, bis dann und ciao. RV Road, tschüss.